Miau und hallo zu einem weiteren Unboxing-Video meinerseits. Ich muss allerdings vorab zugeben, weil mir einfach Lügen einfach überhaupt nicht liegt und ich einfach ein Fan von Transparenz bin. Das sind jetzt Sachen, die ich mir schon mal angeguckt habe, in meinem Livestream auch. Ich habe allerdings gedacht, es ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich jetzt tatsächlich drüber nachdenke, Content in der Richtung weiter zu machen und zu zeigen, dass ich vielleicht einfach alles, was ich jetzt auch schon so da habe, euch einfach zeige. Dann habt ihr einen guten Überblick darüber, was bei mir so an Bildern zu erwarten ist und was wir so painten. Das jetzt sind zwei Bilder insgesamt von Diamond Painting Deutschland. Ich glaube, wenn ich das mal so behaupten darf, so der einzige wirklich ernstzunehmende Shop, der in Deutschland vernünftige Qualität anbietet. Es gibt durchaus auch andere, die eine gute Qualität bieten. Aber vieles ist halt auch die Frage, wie sieht es da mit Lizenzen aus? Das ist halt so ein Thema, was ich halt auch nicht ganz unwichtig finde, dass eben Bilder nicht einfach genommen werden, sondern dass der Künstler dieser Bilder dafür halt entsprechend auch Geld erhält im Zweifel. Und ja, also, weiß ich nicht, bei den meisten deutschen Shops wird halt auch bloß aus China der Billigkram angekauft und dann teuer weiterverkauft. So, das ist zumindest mein Eindruck bisher. Ich will da jetzt auch niemanden irgendwie quasi auf die Füße treten oder so. Ich weiß, dass es auch vereinzelte kleine Unternehmer gibt, die tatsächlich da auch mit Herzblut dabei sind und auch echt was Tolles machen. Aber was ich halt eben hier sehr schätze, ist, es gibt hier wirklich auch gegossenen Kleber und eben auch Harzsteinchen, so dass das halt wirklich was ist, wo ich guten Gewissens einkaufe. Und ich zeige euch jetzt mal, welche zwei Bilder ich mir da schon ausgesucht habe. Das war's schon. Schubelibop. Auch hier muss ich sagen, es ist einfach vom Gefühl her eine echt schöne Leinwand. Auch wenn sie vielleicht nicht so extrem hochwertig ist wie die von Diamond Art Club. Aber sie wirkt zumindest trotz allem sehr vernünftig. Und sie liegt vor allen Dingen auch schön. Ne? Also das hat man halt auch nicht so oft, dass die Leinwand sich so schön hinlegt. Wir haben hier erstmal ein kleines Toolkit mit kleinem Zipbeutel, was ich halt schon mal in den Pfoten hatte. Ich wollte gerade sagen, da muss auch noch Wachs dabei sein. Diamond Painting Deutschland hat alles in Blau gehalten, wobei die Pinzette jetzt nicht gebrandet ist. Das ist auch eine nicht spitze Pinzette. Die hat eher so flache. Na komm schon. Komm her. Da bist du doch. Eher so flache Spitzen. Kann auch ganz nützlich sein. Ist auf jeden Fall schön, da ein bisschen Abwechslung zu haben. Dann haben wir, wie gesagt, hier zwei blaue Wachsherzen. Ein blaues Schiffchen mit einer Öffnung vorne. Ist kein klassischer Ausgießer, sondern nur die Öffnung. Und einen blauen Stift mit blauem Squishy. Und Einfachsetzer und Mehrfachsetzer. Der Mehrfachsetzer tatsächlich sogar auch sehr schön dünn. Ist auch ein Vierer. Also auf jeden Fall ein schönes Toolkit, meiner Meinung nach. Sehr klassisch, Standard, aber schön. So. Das dazu. Ja, und dann habt ihr vielleicht gerade schon feststellen können auf die Schnelle, dass es hier was Besonderes ist. Und zwar ist das ein Bild mit Strassstein. Das ist was man halt auch nicht so oft findet. Und als ich das gesehen habe, hatte ich irgendwie dieses Gefühl von, sowas will ich auch haben. Und habe mich halt für diese Regenbogenherzen entschieden. Ich finde jetzt Herzchen an sich ein bisschen kitschig, aber ich mag die Regenbogenfarben. Und ich glaube, dass das mit Strasssteinchen schon echt geil aussehen wird am Ende. Das ist, glaube ich, ein echter Hingucker. Ob ich es wirklich aufhänge, weiß ich noch nicht. Aber es wäre fast zu schade, es nicht zu tun. Ich werde jetzt hier auch, glaube ich, mal nicht alle Steinchen auspacken. Sondern nur mal so ein bisschen exemplarisch vielleicht ein paar Beutel in die Kamera halten. Guck mal, hier haben wir so eine kleine schöne Range an verschiedenen Farben. Also, wir haben hier zum Beispiel ein schönes Rot. Das ist wieder die 666, die ich schon mal in einem meiner ersten Bilder gesehen habe und mich gefreut habe, dass es rot ist. Es sieht wunderschön aus. Dann haben wir hier die 562. Das ist ein hübsches Grün.
Und dieses Strasssteinchen-Glitzerleuchten ist halt echt nochmal was ganz Besonderes. Hier haben wir eine schöne lila Farbe. Flieder, Lavendel, wie auch immer man das dann schimpfen mag. Das hier ist, oh, noch ein dunkellila. Auch echt, also ich muss schon sagen, diese Strassidee hat es mir wirklich angetan. Also da würde ich, glaube ich, auch echt noch mehr Bilder von nehmen, wenn ich was finden würde. Also auf jeden Fall bin ich sehr großer Fan von diesen Strasssteinchen. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, ich weiß noch nicht, wie die sich painten. Aber das sehe ich ja dann. So, hier haben wir nochmal einen Übersichtszettel. Hier gibt es leider keine Sticker dazu. Aber nichtsdestotrotz kann man dieses Papier ja auch nutzen, um es durch einen Stickermaker zu jagen oder einfach mit Tesafilm auf die Boxen drauf zu kleben, je nachdem, wie man das möchte. Wir haben hier 45 Farben insgesamt und natürlich eine ziemlich bunte Range. Das Ganze ist 55 x 70 cm groß. Und ich werde jetzt die Steinchen erstmal wieder verpacken. Und dann gucken wir uns die Leinwand nochmal zusammen an. Die auch tatsächlich glitzert. Ich finde nicht so extrem wie jetzt bei Diamond Art Club, aber sie glitzert. Sehr hübsch auf jeden Fall. Dann mache ich das wieder so und gebe euch mal einen kleinen Überblick. Ich finde hier zum Beispiel sehr schön, hier ist auch so ein Rot mit einem weißen P. Und das ist deutlich besser erkennbar als das, was ich bei, ich glaube, Dreamer Designs hatte. Also, weiß nicht. Ja, also mir gefällt hier der Druck auf jeden Fall sehr gut. Das ist alles sehr, sehr deutlich lesbar. Super angenehm. Also da kann man schon echt nichts sagen. Auch hier in den dunkleren Farben finde ich, dass sich das alles echt gut voneinander unterscheidet. Da bin ich schon ganz zufrieden, muss ich sagen. Freue ich mich auf jeden Fall auch tierisch drauf. Das wird aber leider auch noch eine Weile warten müssen. Ja. Das dazu. Da räume ich mal ein und zeige euch noch das andere Bild. Dann kommen wir zu dem zweiten Schätzchen. Auch das, wie gesagt, habe ich schon mal ausgepackt. Tut ja aber der Sache keinen Abbruch, euch das nochmal gesondert zu zeigen. Und da wollen die Steinchen auch schon raus. Ich kann ja mal nur die Steinchen zeigen. Und ihr könnt euch überlegen, in welche Richtung es gehen könnte. Ist, glaube ich, nicht wirklich zu erwarten. Deswegen zeige ich es euch einfach. Ach ja, genau, warte. Es ist ein großes Bild. Es gibt noch mehr Steinchen. Oh nein, jetzt habe ich so gespoilert. Das üben wir aber nochmal, Frau Kiku. So, haben wir hier auch gar keinen großen Brumborium drumherum. Einfach direkt auf damit. Ist das hübsch. Ist es hübsch. Ich meine, ich bin Crazy Cat Lady. Das wird vielleicht nicht jeder fühlen, was ich jetzt fühle. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, das ist ein perfektes Bild. Bei uns im Wohnzimmer ist so eine Ecke beim Kratzbaum, die ist irgendwie super nackig. Und ich habe gedacht, da könnte die hin. Ich weiß zwar nicht, ob das passt von der Größe her, aber da wird sich auf jeden Fall ein Platz finden. Im Zweifelsfall kommt es übers Sofa. Auf jeden Fall finde ich, dass das super schön zu lesen ist auch. Also die Schrift, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Größe. Ich glaube, wenn es kleiner wäre, wäre es schwieriger. Und die Katzen sehen auch hübsch aus. Das sind jetzt nicht unbedingt meine Tiere, das geht hier eher so in Langhaar-Katzen. Aber das ist okay. Also sie sind trotzdem sehr hübsch. Und auch die Pfötchen hier drüben sind so süß. Ja, also farblich ist es nicht mein Bild eigentlich. Die Farben haben jetzt hier keine Rolle gespielt, im Gegensatz zu den meisten anderen Bildern, die ich gekauft habe. Aber es ist halt ein Katzenmotiv. Es ist ein wunderschöner Spruch. Und ich dachte, das macht sich einfach super im Wohnzimmer. Einfach auch gerade von den Farben her, weil unser Wohnzimmer auch eher so in beige-brauntönen gehalten ist. Und da passt das dann echt gut rein. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich zeige euch nochmal exemplarisch ein paar Steinchen. Hier zum Beispiel. Oder ist sogar noch was dazwischen gerutscht, was da nicht hingehört. So, also hier haben wir auf jeden Fall sehr viel hell. Aber es sind halt eben auch Harzsteinchen und das ist wiederum was, wo ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass das eigentlich das ist, was ich haben will. Es gibt auch gute Acrylsteinchen, aber ich bin irgendwie mehr Fan von den Harzsteinchen, schon von vornherein, ohne dass ich groß gepaintet hätte.
Also die sind wirklich hübsch, tolle Qualität. Zumindest was ich jetzt optisch, wie gesagt, so sehen kann. Und ja, finde einfach, wie gesagt, von dem, was ich bisher so gesehen und mitbekommen habe und was ich jetzt auch selber schon so hatte, dass das eigentlich echt ein Shop ist, wenn man jetzt nicht im Ausland bestellen möchte, dann kann man sich auf den Shop echt gut verlassen, würde ich sagen. Es ist halt mein größtes Bild bisher. Frag mich gerade. Wollte gerade sagen, hier ist doch noch der Farbcode, der Flyer, die Übersicht. Schwuppdiwupp, die kann ich euch ja noch mal unter die Nase halten. So nämlich. Und da sehen wir auch noch mal, dass das Bild ganze 60 x 90 groß ist. Ich meine, das müsste so in Richtung A0 gehen, wenn man da jetzt einen Vergleichswert haben möchte, mit dem man vielleicht was anfangen kann. Und wie man sieht, wie gesagt, es ist alles sehr braun, beige, weiß, hell, Orangetöne. Da freue ich mich. Das ist eigentlich echt so, glaube ich, eins von den Motiven, wo ich weiß, die müssen 100% an die Wand. Und da habe ich nicht viele von bisher. So, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Leinwand ein. Auch hier, wie gesagt, ich finde das faszinierend, wie gut die sich einfach auch legt. Weil ich jetzt nicht sicher bin, wie viel davon schon damit zu tun hat, dass es sich vielleicht schon mal so zurückgerollt hatte. Aber, ja, wie auch immer. Guckt euch doch bitte mal das an. Auch hier wieder so super klare Symbole einfach. Wo man wirklich echt nicht viel falsch machen kann. Auch das Rendering, wie gesagt, also ich finde das echt toll, dass man alles so gut erkennen kann. Da bin ich super, super happy mit. Na, hier die Pfötchen nochmal. Und hier wieder die Schrift. Ist auch echt toll rausgekommen. Und noch die andere Mietzi. So. Ja, dann habt ihr eigentlich auch schon so das meiste vom Bild im Prinzip gesehen aus der Nähe. Ja, also das ist, wie gesagt, ein Ding, das wird noch sehr lange auf meiner To-Do-Liste stehen bleiben müssen, einfach weil es ist ein sehr, sehr, sehr großes Bild und da habe ich dann doch noch ein bisschen Respekt vor, auch wenn ich ja schon durchaus mitbekommen habe, wie man sich das alles vernünftig einteilen kann und so. Werde ich auch tun, aber ja, es muss wirklich noch warten. Ich werde, glaube ich, erstmal so ein bisschen mit den kleineren Bildern anfangen, wo ich dann auch schneller ein bisschen Fortschritt spüre und einfach ein bisschen besser ins Hobby reinkommen kann, sozusagen. Das Toolkit, was hier dabei war übrigens, ist tatsächlich ein anderes. Das ist mit dem grünen Schiffchen, aber hat halt eben auch genug Wachs und Mehrfachsetzer und ein Squishy und eine Pinzette. Und das ist, glaube ich, das ist sogar nochmal eine spitze Pinzette. Also da kann man hier auch unterschiedlich bekommen. Ja, das soll es eigentlich an der Stelle auch schon wieder gewesen sein. Meine zwei Diamond Painting Deutschland Bilder, auf die ich mich unfassbar freue. Und ich glaube, es werden auch nicht die letzten sein. Ich habe auch noch da einiges auf der Wunschliste. Aber nun, man hat halt eben auch nur begrenzt Geld. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend. Und sag einfach bis dann.